Menschenrechte zu verteidigen, die an immer mehr Ecken und Enden der Welt in Frage gestellt werden. Unter dem Stichwort, wir müssen das jetzt mal kontextualisieren. Die Muslime haben ihre eigenen Rechte, die gehen nach der Scharia. Netanyahu spinnt auch immer mehr und meint, er könnte einen jüdischen Staat errichten. Und wir labern über das christliche Abendland. Und da habe ich gedacht, als Pfarrer möchte ich dazu euch noch mal was sagen. Ich bin lange Zeit Mitglied der evangelischen Kirche im Rheinland gewesen. Ich bin verantwortlich gewesen für die ökumenischen Beziehungen weltweit und habe in vielen Ländern festgestellt, dass diejenigen, die am lautesten von ihrer eigenen Identität sprechen, ob das jetzt der jüdische Staat ist oder der muslimische Staat oder der islamische Staat oder das christliche Abendland, gerade diejenigen sind, die die Werte verraten. Es sind machtgeile Menschen, die sich Titel einfach an Land ziehen und Mythen an Land ziehen, um damit zu herrschen. Wir hatten das auch schon mal im Dritten Reich. Hitler war ein erbitterter Gegner des Christentums, weil es jüdische Wurzeln hat. Aber er wollte eben die Christen irgendwie gewinnen. Dann sprach er von der Vorsehung, die Vorsehung. Und so höre ich das, wenn die AfD oder die Nationalen in Österreich vom christlichen Abendland reden. Ich sage euch nur eins, wenn ihr die Bibel lest, dann werdet ihr in der ganzen jüdisch-christlichen Tradition sehen, dass christlich genannt wird, was barmherzig ist und wer barmherzig ist. Durch die ganze Bibel zieht sich bei der Frage nach Gerechtigkeit eine rote Linie. Gerechtigkeit bewährt sich daran, ob man die Schwachen schont, ob man sich derer erbarmt, die sich nicht selbst artikulieren können. Ob man in der Lage ist, auch auszuhalten, dass Menschen anders sind als wir. Und es ist ganz typisch, dass in den fünf Büchern Mose an mehreren Stellen steht, dass man sich um den Fremdling kümmern soll, der in unseren Toren ist. Ich bin in der 68er Zeit groß geworden und habe gedacht, als Christen, als Mensch, wir bräuchten nur ein paar gute Argumente und dann könnten wir auch die Sturen und die Blöden davon überzeugen, dass Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Solidarität, Menschenliebe Werte sind, die für alle gelten. Den Glauben an die paar Argumente habe ich verloren. Aber ich möchte euch ein Wort mit auf den Weg geben, was Jesus gesagt hat. Das ging über alle Grenzen hinweg in der Bergpredigt. Das war seine messianische Antrittspredigt. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die Barmherzigen, die das Erdreich besitzen. Wir brauchen eine große Koalition an Barmherzigen. Die Haie, die da drüben sitzen, die sind scharf. Die sind scharf, die werden uns auch als Einzelne fertig machen. Wer machtgeil ist, kennt keine Skrupel. Und wir sind alle Menschen mit Skrupel. Die können uns leicht fertig machen, wenn wir uns vereinzeln. Deshalb steht zusammen. Steht zusammen. Das Witzige ist ja auch, dass wir aus der modernen Evolutionsbiologie wissen, dass Fortschritt nur dann zustande kommt, wenn Menschen kooperieren. Nicht Survival of the Fittest, wie Darwin es genannt hat, ist das Geheimnis, sondern Kooperation. Und ich freue mich darüber, dass es in Koblenz dichte Netzwerke gibt, die diese Kooperation fördern. Nutzt sie, nicht nur an diesem Samstag. Ich bitte zu Gott, dass er euch den langen Atem gibt, in solchen Koalitionen vom Barmherzigen diese Haie, die in unseren Fischbecken fressen, zu isolieren. Lasse sich überfressen. Ich wünsche euch alles Gute. Okay.